Willkommen zur neuen Folge des Base Engineer Staffel 3. Am Start haben wir unseren Thunder. Hallo. Und unseren verrückten Professor Roro, der sich eingeschlossen hat. Hallo. Roro versucht immer noch, die Space Engineers Weltherrschaft an sich zu reißen. Im Labor. Ach, da ist doch Panzerglas in meine Fräse. So, der Thunder hatte hier hinten auch noch was geplant. Ich knall hier eben die Tür rein. Es sah auch in der Umsetzung ganz geil aus, also von der Planung her. Bin ich auch mal gespannt, wie das Endresultat dann zum Schluss sein wird. Zwei Computer, eine Anzeige und zwei Motoren und vier Steuerrohre. Thunder, dann möchten wir ja hier auch gucken, dass wir hier auch Luft in den Raum reingeströmt bekommen. Ach, da bauen wir ein paar Lüfter an die Conveyor. Wir haben ja hier genug Ausgänge. Deswegen sagte ich, Decke noch nicht zumachen. Haha, getrollt. Hä? Du hast einen zu spät gesetzt. Da könnten wir ja hier eventuell dann unsere Quartiere reinmachen. Zum Beispiel. Platz genug hätten wir dann noch drin auf jeden Fall. Jo. Müssen dann nur gucken, dass man dann hier vielleicht nochmal einen unterirdischen Weg macht, wo wir dann noch einen rischen großen Reaktorraum haben. Wo dann meinetwegen 4-5 Arc-Reaktoren stehen. Ich glaube, einer reicht. Das ist ein 20-fach Verstärkter. Achso. Der hat dermaßen dann, viel Output. Dann halt der Serverraum, ne? Verbrauchen können. Wenn, dann bauen wir einfach einen zweiten. Und dann kommt ja auch noch ein schöner großer Serverraum hin. So. Ein bisschen dunkel hier. Brauchen wir Licht an. Benötigen Stahlplatte. Geh mir nicht auf den Keks. Ach, davon dürfen wir einen Import da haben. Ja, ich habe aber gerade keine dabei. Haha, zing. Auch schlecht. Ja, hier ist sogar 735 Panzerglas. Ja, jetzt brauche ich keins mehr. Jetzt habe ich die Dinger fertig. Stahlplatten sehe ich gerade, haben wir echt nicht mehr wirklich viel. Hallo, wir haben über 15.000 noch. Das ist eigentlich ein Witz, wenn du es so nimmst. Momentan haben wir doch erstmal noch genug. Momentan. Ja, auch die sind schnell weg. Mhm. Deswegen bauen wir ja gerade hier unsere Raffinerie-Ecke um. Ui, wenn ich mir das angucke, die brauchen schon alleine 1100 Stahlplatten. Ja gut, das sind Raffinerien. Wir müssen ja auch nicht zwingend alle Raffinerien direkt bauen. Wir
können ja auch erstmal so das so bauen, dass wir nur eine bauen. Ja, nö, wenn dann hier gleich Reihe. Also soll schon fertig werden hier. Damit wir wieder eine große Bohraktion starten können. Das wird dann der nächste Stresstest. Stresstest 2.0. Nach der Ausschlachtaktion hatten wir ja noch keinen wirklichen Stresstest. Genau. Und den ersten Stresstest konnten wir ja nicht schon mal zeigen. Ja, weil das da direkt chronisch abgekratzt ist. Ja, okay, Wunder. Im Nachhinein, ne? Stimmt, im Nachhinein betrachtet eigentlich gar kein Wunder. Ja. Eigentlich überhaupt ein Wunder, dass der Server vorher lief. Bin ich jetzt doof? Was zur... Ah ja, ich hab gefailt ein bisschen. Was los? Ach nix, hab nur einen kleinen Konstruktionsfehler angerichtet. Weil es nicht groß gravierend ist. Nö. Na dann. Also alles schick. Okay, das hätten wir. Die haben auch. So, jetzt. Gut. So. Aber fertig, Flasche leer. Was brauchen die Dinger jetzt noch? Okay, Hersteller. Tja, eine Panzerung werden wir viel brauchen. Ja, noch haben wir genug Ressourcen, um herzustellen. Ich habe jetzt überall auch schon mal die Hersteller reingeschweißt. Nee, noch nicht ganz. Wir sollten hier, glaube ich, aber auch erstmal zusehen, dass wir hier auf der Außenseite die Pipeline fertig kriegen. Ne? Mit. Die Zuleitung. So, stimmt, da war ja noch was. Ich habe was vergessen. Ich war ja noch an der Außenseite dran. Die Dingens. Kann also hier sind jetzt überall die Hersteller drin. Ach, hier muss er auch noch. Noch reichen wir noch. Der hat. Jetzt sind die Hersteller aus. Aus bei dir oder generell? Aus in meinem Inventar. Aha. Okay. Wir müssten, glaube ich, Hersteller herstellen.
Also doch aus im Generellen. Ja. Erstmal. Oh, das wird dann bestimmt schnell gehen, wenn die Fabrik steht. Auf jeden Fall. Dann kannst du auch sagen, ich habe da mal einen großen Vertrag gemacht. Oh, so ein bisschen. So. Wir haben ja noch 1200 Arc-Fuel. Ja, da haben wir auf Vorrat produziert. Ja. Da hat Roro sich nicht lange bitten lassen, der hat gleich mal auf Vorrat produziert. Ja, ist nicht verkehrt. Ja. Wie hieß noch der eine Spruch? Der einzige Zeitpunkt, an dem man zu viel Treibstoff haben kann, ist, wenn man brennt. Wohl wahr. Das brauchen wir immer. So, mal gucken. Oh, ich glaube, jetzt muss ich den ganzen Krempel hier nur noch fertig schweißen. Ah, hier hat es schon wieder auf. Ja, es mangelt hier ein bisschen wieder an den Herstellern. Schon wieder. Jo. Ich dachte, du wolltest welche herstellen. Hab ich ja, aber der braucht halt eine Weile. Ach so. Ja, wir haben doch schon die Upgrades dran. Wohl noch nicht genug. Ja, mehr passt nicht. Ja, wir haben ja nur einen, der was herstellen kann. Ihr könnt ja noch ein paar. Na gut. Ja, Assembler werden gebaut, wenn die ganze Produktion fertig ist. Ich bräuchte Hersteller. Du auch? Ja. Das bestimmt auch nicht zu knapp, ne? Ja, beweg dich, ja. Der Meister braucht Material. Das sieht doch schon mal ganz, ganz geil aus. Ein paar Hersteller und die Pipeline hat erstmal alles mit Herstellern drinne. Ernsthaft, mir fehlen echt Panzerplatten. Ich habe gedacht, ich krieg das hier fertig mit Panzerplatten. Was ist fertig? Na gut, dann krade ich mir eben noch ein paar tausend. So, mal gucken, was braucht das Ding hier als nächstes? Große Stahlrohr, okay. Ach, da darf man doch noch ein bisschen was da haben, oder? Was? Große Stahlrohre dürfen wir da auch noch genug da haben. Ach, da haben wir glaube ich genug von. Wir brauchen doch keine großen rein, okay. Da auch nicht. Was ist jetzt mit dem Ding? Ah, der braucht gut. Thunder? Mhm. Du hast doch jetzt hier nur die Stone Crusher. Ja, Stone Crusher und im Anschluss die die Raffinerien. Genau, aber wir brauchen auch noch eine Menge Hersteller. Also hier Montageanlagen. Die kommen doch nach den. Ja, die wollte ich nach den großen Containern machen. Ich dachte, du wolltest das so alles in eine Reihe dann komplett so haben.
Also die Montageanlagen, die wollte ich jetzt quasi hier in meine Richtung abknicken lassen. Richtung Tür. So wolltest du das, okay. Weißt du? Motoren. Motoren, Motoren, Motoren. Da sind sie. Motoren sind alle. Also jetzt in meinem Inventar, wie es jetzt in der Base ist, weiß ich jetzt noch nicht. Also Motoren haben wir glaube ich auch noch welche gehabt. Ansonsten einfach herstellen. Ich glaube, müssen wir auch herstellen. Da haben wir nicht mehr wirklich was da. Hey, müssen wir auch was herstellen. War klar. ...3000 dürften da erstmal reichen, oder? Was, Motoren? Jo. Soll. Ja, mach mal, ja. Wenn nicht, können wir noch ein paar nachlegen. Hättest du noch Hersteller her? Ja, die kannst du aber schon nehmen. Also ja, mit Herstellern bin ich ja fertig. Nein, nur weil die brauchen wir ja immer. Okay. Oh, mir fehlen noch ein paar Hersteller, sehe ich gerade. Ich dachte, ich hätte alle. Und wir sind schon wieder mit Überlänge am Folgenende. Das war's schon wieder für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, Daumen da, Bord alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.